Jonathan! Matze! Kennst du die NOS-Serie schon? Welche? Die mit den Vampiren. Welche? Da, wo sie so unter uns leben. Welche? Die, wo sich die Hauptdarstellerin in den Vampir-Hauptdarsteller verliebt. Ja, welche? Da, wo sie auch ein Vampir werden will. Welche? Da gibt's auch Werwölfe. Welche? Die, die Snoop Dogg mag. Ah, nee, die kenne ich nicht. Ah, schade. Hallo mal wieder. Willkommen zu einer weiteren Folge Schrödingers Chat. Hast du eine Ahnung, die wievielte? Ich habe keine Ahnung, die wievielte. Wir hatten vor einer Zeit ja mal darüber gesprochen, welche Erfindungen möchten wir aus der Science Fiction möchten wir absolut nicht haben. Laserschwerter. Ja. Und Lichtschwerter auch. Lichtschwerter. Ich bin mir so sicher, dass ich mir irgendwas damit abschneiden würde beim Rumblödeln. Ich würde mir einen Finger abschneiden, wenn ich es anmache wahrscheinlich. Hatten wir alles. Diesmal sollte es darum gehen, welche wollen wir eigentlich? Leute, irgendjemand wird eine Idee haben. Okay, kurz gesagt, Lichtschwerter sind eine scheiß Idee, aber sie sind trotzdem awesome. Nein, okay? Nein, die wollen wir nicht. Nein, aber was kommt schon, es gibt garantiert eine Menge, was interessant wäre. Ich will Replikatoren, um den Welthunger zu besiegen. Jo, Replikatoren sind geil. Die Erfindung aus Star Trek, wo wirklich, glaube ich, jeder sagen kann, das wäre die Erfindung, wenn wir das hätten. Also weit entwickelte 3D-Drucker im Wesentlichen. Ja, so weit entwickelt, dass sie aus nichts aus Essen Energie, herstellen können. Aus Energie. Aus Energie, ja. Dass sie aus Energie eigentlich alles herstellen, fast alles herstellen. Es ist vollkommen egal, aus was sie es machen. Das ist einfach awesome, weil man kann alles damit herstellen und es ernährt Dinge. Und ich kann zu meinem Computer sagen, ich hätte gern Chai Latte. Und der macht, okay, hier Chai Latte. Willst du einen heiß? Willst du einen lauwarm? Ich will eine Hühnersuppe. Okay, willst du die Hühnersuppe heiß haben? Ich hätte die gern heiß mit Hühnerbrust drin und Croutons. Und der macht es. Boom! Das ist der Hammer. Und wenn ich sage, ich möchte gerne Hühnersuppe mit Hühnchen und Croutons und Reis, dann macht ihr das ja Chinesen ums Eck auch. Dann. Ja. Jedenfalls, ich habe gerade ein Flashback von deinem... Der Chinesen ums Eck macht das leider nicht. Du wirst über Beschwörungen hatten, wo du alle 5 Minuten gesagt hast, dass du Essen beschwören willst. Essen beschwören ist geil. Ja. Ich fände schon cool. Komm schon, das wäre die Fähigkeit, oder? Replikatoren wenn ich Essen beschwören könnte, ich wäre der Held. Replikatoren sind toll. Ich würde nach Afrika gehen und alles befrieden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Afrika... Nein, egal. Die würden mich erschießen. Wahrscheinlich. Sorcery. Die Folge von Replikatoren wären auf jeden Fall eine komplette Umstellung der gesamten Weltwirtschaft, weil du im Wesentlichen nur noch Patente hast, die du kaufst, dass der Replikator das auch macht. Und im Wesentlichen du alles hast. Die einzige und wichtigste Frage ist, können Replikatoren Replikatoren replizieren? Das würde ich nicht machen. Wenn ja, welche Weltwirtschaft? Ja, weißt du, die Sache ist, dass das wenn ganz andere Sorgen oder Bene, keine mehr. Bene, wenn Replikatoren Replikatoren replizieren könnten, hätten wir Skynet. In zu kurzer Zeit. Naja, das müssen wir nicht. Ja, aber mit den Replikatoren macht man nur Essen, oder? Nee, du kannst alles machen. Aber wenn ich einen Hund haben will, macht er das auch. Er kann Lebewesen erstellen. Er kommt mit Lebewesen noch nicht klar. Aber er kann Nahrung, bewusst Kleidung. Du kannst auch Waffen damit herstellen, allerdings, das sollte natürlich dann Kontrolle unterliegen, so wie in Star Trek halt. Allgemein auch meist ein bisschen begrenzte Möglichkeiten. Also bei den höheren Technologien haben sie ein bisschen ihre Da verschwimmt es auch zur Fantasy, was möglich ist, denn ich habe mal einen Buch gelesen. Der Replikator an sich ist schon sehr Fantasy. Ja, der 3D-Drucker ist keine Fantasy und der wird noch besser werden. Mensch, hast du das gesehen mit der aus der Flüssigkeit? Das war einfach nur eine Schale mit Flüssigkeit und es wurde ein 3D-Objekt da rausgezogen, quasi an Magneten, weil durch das aufsetzende Element wurde ein elektrisches Signal an die Flüssigkeit gegeben, wodurch das Objekt, das davor erstellt wurde, in 3D geformt wurde aus der Flüssigkeit. Aber aus reiner Energie tatsächlich Materie herzustellen, das ist halt schon mit, ihr wisst, E gleich mal C Quadrat, das heißt, du brauchst
richtig scheiß viel Energie, um auch nur so ein Bröselchen zu machen. Aber das schafft man wahrscheinlich nicht mit erneuerbaren Energien. Und da haben wir schon wieder ein Problem. Aber da haben wir ja... Das ist eigentlich egal. In Star Trek Fusion! Das Problem ist, nutzbare Fusion und was weiß ich alles. Wenn, gehen wir mal ins Realistische, ob es realistisch ist. Ich sage ganz klar nein, weil wirklich das Verhältnis von wie viel Energie du brauchst, um Masse herzukriegen, ist so absolut utopisch, dass es utopisch ist. Denn der Umkehrpunkt ist zum Beispiel eine Wasserstoffbombe, wo nicht mal die komplette Masse umgesetzt wird, aber das ist das bisschen Masse, was ihr habt, wird die Energie freigesetzt, die bei einer Wasserstoffbombenexplosion freigesetzt wird. Und eine Wasserstoffbombenexplosion ist noch 2 Ligen höher als eine Atomwaffenexplosion. Man merkt, dass du Dystopien magst, weil du versuchst, meine Utopie mit deiner Dystopie zu bombardieren. Und deswegen ist es mit den Replikatoren. Du wirst wahrscheinlich eine Grundmasse einfach haben, die der Replikator frisst und daraus was macht. Wie sage ich das? Bei Star Trek, wenn man vom Replikator spricht, muss man auch sehen, was für Energiequellen die haben. Und die haben, aber wie heißt das Teil? Utopisch, ja. Was genau? Das gibt im Singularitäten, wie heißt das? In der Enterprise ist das Primäre ist der Warp-Reaktor. Und das ist Antimaterie. Im Prinzip haben sie haben die kalte Was ist denn heute los mit dir? Sie haben die kalte Fusion gemeistert quasi. Sie haben viel mehr die liegen weiter drüber. Entschuldigung. Und weiter drüber ist schon Illusion, weil die kalte Fusion macht quasi, die setzt 1:1 das um nicht die kalte Fusion, sondern ich meine es tatsächlich Materie-Antimaterie-Reaktion. Und das ist so ziemlich das Maximum, was du rausholen kannst. Und das ist die Aber Masse es ist eine Utopie und darum geht es. Sie haben die Energie für Replikatoren und das ist die Erfindung, die ich haben will. Funktionierend. Die bedingen sich dann halt, diese Kraftwerke, wenn du so willst, und die Replikatoren. Außerdem, wenn Replikatoren replizieren, können sie wahrscheinlich nur Replikatoren replizieren, die kleiner sind als sie selbst, weil sie ja in sich entstehen müssen. Ja, und das ist nur so ein großes Fach. Also es ist nicht wirklich groß. Die Dinger sind nicht dazu gedacht, große Dinge zu replizieren. Replikatoren wären toll, einigen wir uns drauf. Ja. Was ich auch toll fände, wären, auch wenn wir es in der letzten Folge, wo wir das gesagt haben, Holodecks. Haben wir ja quasi schon inzwischen. Weil mit den neuesten Geräten, wenn du die drauf hast, du misst vorher den Raum aus. Sobald du in die Nähe einer Wand kommst, siehst du das Gitter. Ich weiß, das habe ich auch schon alles. Aber es ist kein Holodeck. Es ist kein Holodeck, aber wir nähern uns der Sache. Sofern möglich momentan. Ein Holodeck wäre schon cool. Allerdings. Ich habe mich damals auch schon gegen Holodecks ausgesprochen. Ja, weil es die letzte Erfindung der Menschheit ist, haben wir gesagt. Ja, und dann sieht sich die Menschheit niemals wieder. Aber irgendjemand muss immer noch Energie produzieren, die Holodecks betreibt, Holodecks reparieren und sowas. Außerdem, aber du kennst die Folge mit Barclay? Ja, aber der hat ja die absolute Arschkarte, oder? Oder die Macht. Wer die Holodecks kontrolliert also, die Welt. Kann ja heißen, man wäre der Typ, der einen Knopf drückt und mal an einem Rad geht. Genau. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Oder ich wäre der Typ, der einen Knopf drückt oder zwei oder ein Rad dreht. Dann sagen sie, mach das und ich sage, okay. Vielleicht wäre das mein Job. Ja. Aber du kennst die Mr. President. Du kennst die Episode mit Barclay und seiner romantischen Beziehung mit Personen, die er kennt. Was ist das, Voyager? Nein, das ist Star Trek Next Generation. Ich kenne die von mit Moriarty. Nee, Next Generation. Ja, meinst du grad, und das ist gruselig, wenn das dann so... wenn da was schief läuft, dann hast du da diesen fucking Jack Ripper am Hals. Ja, aber das passiert nur, wenn du einen Gegner erzeugen willst, der mit einer existierenden Person, die ein Androide mit Hyperintelligenz ist, konkurrieren soll. Ja, aber trotzdem, da müsst ihr, wenn jemand daran rumspielt, zum Beispiel der Typ, der einen Knopf drückt, ein Rad dreht. Der hat nie wirklich rumgespielt. Also, da könnte man ja viele Sachen machen. Diese Holodecks sind kritisch zu einem gewissen Punkt, aber die Pornogesellschaft, die Pornoindustrie würde jubeln. Die würde nicht jubeln. Ja, und wer ist dann da, der das doch macht? Die Pornoindustrie werden die sein, die das irgendwann mal erfindet, wahrscheinlich. Aha. Weil die fördern solche Sachen, weil meine Güte, können die Kohle damit machen. Oder die es antreibt, wo wäre das Internet heute ohne Pornos? Aber nicht, wo ist nicht Geld? Da. Also, wer verdient dann noch Geld? Wenn da jeder nur rumliegt und in seinem Holodeck, wie verdient er Geld? Wenn in Star Trek gibt es ja kein Geld und Holodeck ist eine Star Trek-Erfindung. Ich denke, kein Geld ist eine Bedingung dafür, keine Ahnung. Ja, ziemlich wahrscheinlich. Aber warum sollte dann irgendein Industriezweig daran interessiert sein, Menschheit voranzubringen? Weil man verdient kein Geld mehr. Nee, weil Wally. Geld war dein Argument.
Nein, das war bei der Pornoindustrie, bei der Entwicklung mein Argument. Ach so, okay. Jonathan, wenn du eine Wirtschaft etabliert hast, in der die Menschen selber nicht mehr arbeiten müssen oder nur noch ganz, ganz wenige die Schalter bedienen und das auch nicht mehr viel ist, dann hast du eine Welt wie in Wall-E auf dem Raumschiff. Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann funktioniert es auch, ohne dass Menschen in tatsächlicher Verantwortung sind. Bei Wall-E ist ja so, dass die Maschinen gar nicht wissen, warum sie das machen. Und die sind ja auch nicht böse. Ja, und das ist auch gut so. Das Einzige, was da fehlt, ist noch der Punkt, dass diese KI an Bord wahrnimmt, dass es die Menschen gar nicht braucht. Ja, das ist der Punkt, den wir vermeiden wollen. Also sind Holodecks doch keine so gute Idee? Also ja, doch schon. Ich spreche mich wieder gegen Holodecks aus. Dann nehme ich lieber das Risiko, mir mit einem Lichtschwert den Finger abzuschneiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einnehmend ist, sondern ich stelle mir es eher wirklich so vor, dass du dann irgendwann wieder rausgehst und auch deinem Job nachgehst, weil da drin einfach nichts real ist und du willst als Mensch immer was erreichen können. Du willst dich gegen Widerstände durchsetzen, du willst dich selbst vor anderen Menschen auch irgendwo etablieren können und Ziele erreichen. Ich glaube, Ziele erreichen ist für Menschen ganz essentiell und das kannst du in dem Holodeck nicht, so toll die Welt da drin ist. Du könntest sagen, die Holodecks wären eine Fortentwicklung von Escape Rooms, nur dass es echte Escape Rooms sind, wo du der Realität entkommen kannst. Du kannst quasi Abenteuer dort erleben, wie im Pen and Paper meinetwegen, nur dass du es echt sehen kannst. Rollenspielrunden im Holodeck wären der Killer. Es gibt keine einzigen Übergewichte. Ja, unfitten Rollenspieler mehr. Bock drauf, dann dem Oger persönlich gegenüber zu stehen. Ja, die Sicherheitsprotokolle bleiben eingeschaltet. Alles gut, er kann dich nicht verletzen. Aber du könntest mal sehen, wie es ist, vor einem 3,20 Meter riesigen Wesen zu sein, das einfach nur ganz, ganz toll mit dir knuddeln möchte. Aber es ist nicht dasselbe. Ich mag's in meinem Kopf. Ist tatsächlich so. Ist dein Problem. Ich bin nicht sicher, ob selbst das Holodeck. Es wäre definitiv ganz einzigartig. Mal ganz ernsthaft gesprochen, ihr würdet mich niemals in so ein scheiß Abenteuer kriegen auf dem Holodeck. Das ist. Hallo? Das ist ja wie LARP, nur noch besser. Nein. LARPer fänden es wahrscheinlich toll. Ja. Aber möchte ich wirklich Teil dieser Geschichte sein, auf diese Art und Weise? Bei Herr der Ringe würde ich keine Rolle übernehmen wollen von der... Boromir. Oh ja, genau. Keine Sorge. Ich spiele Boromir. Alles locker. Lasst uns loslegen. Ah! Tolle Idee. Wir haben die Sicherheits... Nein, ich hätte kein Problem, Boromir zu sein. Ich hätte ein Problem, Schaubin zu sein. Um ehrlich zu sein. Ich finde es aber cool, wenn sie die Geschichten in Star Trek nachspielen. Es gibt so viele Geschichten heutzutage, die man nicht nachspielen sollte. Also es wäre sicher auch interessant, weil wenn du zum Beispiel, ich habe Interesse an geschichtlichen Dingen oder wenn du biologische Sachen dann magst, weißt du, wenn du dann da stehen kannst und die könntest dir darstellen, wie die Pyramiden zu ihrer Blütezeit aussahen. Ja, oder ich kann Dinosaurier reiten. Oder du kannst im Urwald unterwegs sein, ohne wirklich Angst haben zu müssen, dass dich der Puma frisst, gell? Mhm. Oder sowas. Oder du kannst unter Wasser zu sein, ohne dass der Hai dich frisst. Oder Zweite Weltkrieg, Kurvenkampf in so diesen Jagdmaschinen. Richtig. In echt. Kotz, deine... Und da merkst du, er ist kein Pilot. Okay. Ja, oder du machst dann diesen Vater hier, den Move von Indies Vater. Dann so, wurden wir getroffen? Ja, wir wurden getroffen. Holodecks wären super im Hinblick auf Ausbildung für irgendwas. Ausbildung, Du könntest in der Berufswelt, du könntest alles Mögliche gefahrlos üben. Ja. Chirurgie, Ingenieurskunst, Piloten, alles könnte im Holodeck wunderbar beigebracht werden, ohne Gefahr zu laufen, irgendwas kaputt zu machen. Ich akzeptiere Ihr Argument nicht. Für Killer wäre es auch total toll. Meine Killer? Güte, ich dachte, für Killer-Soldaten, die könnten da üben. Was war dein Angebot gerade? Dein Argument gerade, was war das? Ich dachte Anwälte, Einzelhändler. Ich fürchte, Anwälte und Einzelhändler sind nicht die Art von Ausbildung, die das... Das wäre sinnvoll. Kommen wir uns nicht mit sowas da. Ich bin trotzdem gegen Solodeck. Also der Ausbildungsfaktor ist schon, ja, der ist gut. Also, aber was gibt's noch, was wir unbedingt haben wollten? Ich meine, so Dinge wie in Star Wars schwebt alles. In Star Wars gibt's ja keine Räder. BB-8 war eine Revolution. Ja. Zählen die Ketten von dem Sandcrawler? Aber es gibt auch keine fucking Geländer. Und das sage ich jedes Mal. Ich würde über keine einzige Brücke laufen. Selbst wenn es dann nur 2 Meter runter geht, dazu muss man wissen, dass ich ziemlich krass Höhenangst habe. Aber ich finde, es ein absolutes Risiko. Und würde ich das bei der Gewerkschaft melden. Dass das eine unglaubliche Sicherheitslücke ist. Wenn du das gerade so sagst, ich glaube, das ist ein Argument, was gegen deinen Job auf dem Todesstern spricht.
Darum bin ich in dem Raum, wo ich Knöpfchen drücke und Rädchen drehe. Ich meine, ich laufe über den Reaktorkern, über eine 30 Meter lange Brücke, die nicht mal einen halben Meter breit ist, weil es wäre auch Verschwendung, man hat so viel leeren Raum, ja, den möchte man unmöglich füllen. Und dann kriege ich nicht mal ein hüfthohes Geländer. Oder die könnten wegen mir eine Schnur spannen, okay, oder ein Seil, an dem ich mich festhalten könnte. Aber nicht mal für das haben die das Geld. Das ist sicherer. Also in der Stadt über den Wolken gibt es Geländer. Ja. Ja, aber das gehört ja nicht zum Imperium. Ja, und die haben absolut keinen Sinn. Da gibt es eine coole Futurama-Folge, wo die zwei Typen da stehen und dann meint der eine zum anderen, hey, wie läuft das eigentlich? Ich habe doch das Geländer beantragt. Also, ja, nee, kriegen wir nicht. Warum? Weißt du, was sie gesagt haben? Weißt du, mit welcher Begründung sie den Antrag abgelehnt haben? Wir würden dann nur rumlungern. Und deswegen haben die auf dem Todesstand keine Geländer. Und das sind die Typen, die da stehen, wo der Laser rausschießt. Aber wenn die ein Geländer hätten, würden sie dran rumlungern. Und deswegen kriegen sie keins. Ja, okay. Und das ist die einzige sinnvolle Erklärung, warum die keine Fangen. Aber so ein Antigravitationsteil, so, du weißt, in Star Wars schwebt alles. Du musst dir keine Gedanken machen. Es schwebt einfach, es ist da so ein bisschen... Ja, aber was habe ich davon? Dann schwebt Ketten. Dann schwebt eben. Also was bringt mir das? Du verbrauchst weniger Treibstoff, wenn du irgendwohin. Gehst. Du brauchst keine wirklichen Straßen mehr zum großen Teil. Wie viel Energie ist nötig, um das Ding zum Schweben zu bringen? Scheinbar nicht. Scheint so instantan zu sein, weil die Dinger schweben ja immer alle. Ja. Sein Flitzer, Lukes Flitzer schwebt immer. Die landen nie, oder? Setzen die irgendwann ab, doch, wenn du es ausmachst? Doch, waren es doch so, dass das schon sitzt, wenn das nicht anders. Also, das Ding von Luke ist, glaube ich, auf den Boden gegangen, soweit man sehen konnte. Die Podracers liegen, wenn sie ausgeschaltet sind, auf dem Boden. Aber ansonsten... Ja. Also in der OT sieht man nichts. Die Podracer sind riesige Turbinen, an die kleine Wägelchen rangehängt werden. Ich denke, wir lassen die einfach außen vor für jede außerdem war das 20er Form von... Außerdem waren es blöde Filme. Ja. Wobei, das Podrennen war das Einzige, was mir aus Episode 1 wirklich gefallen hat, weil ich in der ersten Reihe saß, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Weil es ja sogar 40, 50 Jahre vorher war, ja. Das war spannend. In der ersten Reihe zu sitzen, war das ziemlich cool. Nein. Weil ich musste so machen, um zu sehen, was passiert. Ja. Den ganzen Film. Ja, super, ne? Ja, war geil. Ja, ich finde schon allein, also ohne jetzt Replikatoren, aber in voll vielen Science-Fiction-Sachen kennt man das, man legt so ein kleines Päckchen irgendwas irgendwo rein und kriegt dann so ein ganzes Essen raus. Ja, dieses Fertigzeug. Weißt du, sowas fände ich schon so cool. Mit einer Pipette ein Tropfen Wasser auf so einen kleinen Würfel, pfumm, hast plötzlich und dann hast du deine Beilage und Zwiebelroschblaten. Ja, genau. Wie bei Die Besucher, da kommt es eigentlich her. Ja. Die Besucher ist eine tschechische Serie von diesen ganzen tschechischen Filmen. Und woher sind die kommen, aus der Sowjetunion, die Besucher oder wo? Tschechisch. Ne, die Besucher waren Tschechen auch. Die mit, also das Problem war folgendes in der Serie. Die muss ich übrigens mal in Geheimtipps vorstellen. Ich reiße es hier kurz an. Der große Rechner, den die da haben, hat ausgerechnet, dass ein Komet die Erde treffen und wird. Und weil das halt Riesenkrater reißt und alles, wird halt die Menschheit auslöschen. Und deswegen haben sie beschlossen, auch wenn es wirklich gefährlich ist, eine Zeitreisemission zu machen. Das Jahr 1984, wo nämlich ein Genie noch in der 4. Klasse oder 5. Klasse oder was weiß ich war, der später den Nobelpreis gekriegt hat. Und der hat nämlich später mal erwähnt, dass er eine Formel entwickelt hat, mit der man die Kontinente der Erde verschieben kann. Und wenn der Komet ins Wasser fällt, ist nicht mehr so schlimm. Von Tsunamis haben die damals nichts gehört in den 80ern, ist aber auch egal. Jedenfalls wollen sie es so machen. Und wollen diese Formel ist verbrannt in einem Hausbrand. Und deswegen wurde es nicht gerettet. Und die wollen also ins Jahr 84, wo das Haus noch steht. Also warte mal, sie haben Zeitreise, aber keine Möglichkeit, den Kometen. Ja. Also sie können den Kometen... Okay. Ja, es gibt, die Menschheit ist nur auf der Erde nach wie vor. Zeitreise ist leichter. Ja, Zeitreise ist leichter. Abwehren. Und gehen also, laden ihren Lada da voll. Tschechische Serie. Das ist ein Lada Niva, dieser Geländewagen. Ja. Und es ist auch so eine Aussage, manche Dinge ändern sich nie. Der Lada Niva wird seit 100 Jahren gemacht, glaube ich. Jedenfalls, das ist eine richtig geile Serie. Und auf was wollte ich jetzt eigentlich raus? Und jedenfalls, genau. Und in der Serie ist es so, dass die halt da aus der Zukunft einfach diese Tabletten mitbringen, Wasser drauf machen, dann siehst du halt so. Thank you.
Und es gibt einfach immer irgendeinen Wackelpudding in jedes Mal einer anderen Form. Mal quadratisch, mal pyramidenförmig und ja. Und man soll kein Essen aus den 80ern, weil das ist alles überall nur Bakterien und so weiter, weil die leben also auch in so einer Utopie, wo alles perfekt ist. Und dass dieser Komet da kommt, ist halt total scheiße. Ich kaufe mir morgen Wackelpudding und versuche mir Wackelpudding in Pyramidenform zu machen. Und das fand ich, das fand ich in Episode 8 Star Wars, fand ich das so toll, weil Rey das halt auch macht. Ja. Ja. Bei ihr kommt ein Brötchen raus. Und das ist aber auch bei den Besuchern. Aber ja, sowas fände ich schon echt tatsächlich auch irgendwie interessant. Was in die Vergangenheit zu reisen, die 80er, um einen Kometen, also um eine Formel zu finden, die im Haus verbrennt und. Ja, yep. Und Wackelpudding essen. Und Wackelpudding essen. Die Serie ist richtig gut. Ich muss die in Geheimtipp. Um welche Erfindung ging es bei dir gerade genau? Nein, um meine. Das, was ich gemeint habe, war, dass du da irgendwie so ein kleines Würfellein hast. Die Würfel. Und das dann irgendwie mit einer mikrowellenartigen Erfindung zu was Großen wird. Wie hieß die Serie nochmal? Die Besucher. Die habe ich auch auf dem Rechner bei mir. Und vor allem die Musik ist richtig geil. Das war nämlich richtig 1984. Synthesizer, elektronisch mit und es war einfach nur. Da waren sie noch unterwegs, oder? Zu Funky Town. Nee, da ging's jetzt los. Ja, Synthesizer-Musik ist cool. Damals in den 80ern war es halt was Neues, weißt du, und diese Serien haben so damit begonnen und das war halt sehr utopisch. Es hat das von diesem Flair von der Serie einfach auch ausgemacht. War richtig geil und waren mit dem Lada Niva unterwegs. Ja, das war halt extra. Kennt ihr die, was ich immer interessant fand, was vieles irgendwie einfacher machen würde, kennt ihr die Knarren aus Stargate? Mhm. Wenn man einmal schießt, ist einer betäubt. Du meinst die Zapper. Ja, wenn man zweimal schießt, ist er tot und beim dritten Mal ist er noch verschwunden. Ja. Das ist eine tolle Erfindung. Das könnte man natürlich böse missbrauchen, aber man könnte halt Konflikte auch beenden, ohne dass man jemanden umbringt. Ja, du könntest auch Konflikte es beenden, ohne dass jemand stirbt. Niemand ist dir zu Schaden gekommen oder sehen sie irgendwelche Leichen. Oder da fällt mir gerade was ein aus einem Buch, was ich gelesen habe. Und das ist echt, das war ein richtig geiler Aufhänger. Und zwar ist es dort so, dass die Protagonistin feststellt, dass sie, wenn sie ein Buch liest, reinkommen kann. Und zwar, sie findet sich auf einmal in der Welt der Geschichte wieder. Sie hat da kurze Momente und hat dann so über eine, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, aber über eine Bekannte, dass es geht und dass sie offenbar die Fähigkeit dazu hat und geht in diese Geschichten rein. Und jetzt ist es so, dass da also irgendein so ein weltweiter Konflikt auch gerade ist und der Konflikt, die sind dabei, diesen Konflikt zu verlieren. Und die Propaganda berichtet aber von einer Geheimwaffe, die entwickelt wird. Eine Geheimwaffe, so groß wie ein kleines Gewehr und kann quasi ganze Armeen wegpusten. So. Und jetzt ist aber ständig eine Verstrickung mit irgendwelchen Geheimdiensten, die dieser Geheimwaffe etc. Und am Ende kommt nämlich raus, dieser Prototyp hier von der Geheimwaffe, den wir gezeigt haben, ich spoiler da nicht viel, darum geht es in der Geschichte nicht hauptsächlich, den gibt es nicht. Weil es sie nicht geben kann. Weil diese Waffe so, wie wir sagen, gar nicht funktioniert. Aber wir haben ein Buch geschrieben, in dem sie funktioniert. Okay. Und sie wird also durch irgendwas erpresst, in diese Geschichte zu gehen und denen diese Waffe zu besorgen. Weil in der Geschichte funktioniert sie. Das ist fies. Und so ein Buch, in dem quasi, das ist dann wie so ein Replikator, muss man sich echt überlegen, gut, ein Replikator real könnte nur das herstellen, was auch real funktioniert, oder? Ich meine, wenn du das machen könntest, in so ein Buch hineinzugehen, du könntest alles aus dem Buch, was drinsteht, rausholen. Ja, aber ich würde gar keine Bücher mehr lesen, die auch nur annähernd gefährlich sind. Davon mal abgesehen. Welches Buch wäre denn ungefährlich? Weiß nicht, ein Wörterbuch oder ein Kochbuch oder Telefonbuch. Oh, das also ich würde auf jeden Fall, ich würde keine fucking Fantasy-Romane mehr lesen. Guck mal, ein Buch über Meeresforschung. Kein das Band von Lied von Eis und Feuer mehr lesen oder irgend so ein Quatsch. Das ist aber höchst gefährlich. Sie kann das steuern, ob sie in das Buch reingeht das oder nicht. Das weiß ich gar nicht mehr, das ist ewig her, dass ich es gelesen habe. Okay. Mona hatte mir das mal empfohlen, das war wirklich gut. Ich blende es mal ein, wie es heißt. Und ich blende auch nochmal einen Spoiler ein, falls ich, also ihr habt dann den Spoiler längst gesehen, falls ich doch eine Spoilermeinung brauche, ich mache mich nochmal schlau.
Aber die Idee fand ich einfach cool. Das ist übrigens das, gute Ideen für geile Stories. Alex, ich sehe es schon vor mir in ein paar Monaten. Wovon zum Teufel habe ich da gesprochen? Nee, ich weiß es. Das war eins der besten Bücher, die ich gelesen habe. Cool. Was gibt es denn sonst noch für Erfindungen? Die wir haben wollen. Die wir haben wollen. Das Lasermesser aus Per Anhalter durch die Galaxis, wo du deinen Toast abschneidest und instant toastest. Ja, ja. Okay, ist eine unglaublich brutale Waffe und wäre keine gute Idee, aber es wäre relativ, die Idee ist gut. Unwichtig. Es wäre toll, aber unwichtig. Ich hätte was Wichtigeres. Wie wär's ich mag mit, Toast. Wie wäre es mit Geordis Visor? Ja. Für Blinde. Ja. Oder wir gehen ein Schrittchen, oder wir gehen einen Schritt weiter und nehmen einfach die Augen von Geordi später. Ja. Wäre noch besser. Ja, aber nee, also das Ding ist ja schon, ist schon mal der Hammer. Unglaubliche Hilfe. Also. Ja, das wäre schon. Oder allein Hilfe. Schon zum Beispiel ja, Körperteile so gut zu machen, wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars, als sie noch sinnvolle Sachen gemacht haben und nicht 20 Jahre später du mit so einer. Bei Star Trek? Gehirntransplantation. War bei Star Trek auch noch so ein Ding? Was? War bei Star Trek, glaube ich, auch noch so ein Ding? Nein, nicht, dass ich müsste. Also Gehirntransplantation finde ich ein bisschen gefährlich. Du könntest länger leben, wenn du sie irgendwo... Halt ja, richtig. Und wer überlebt länger, die reichen uns. Aber bei jeder Erfindung dann so, was du Ja. Darum bin ich gegen die ganzen Lebenserhaltenden. Aber so jemand, der ein Handicap hat, den zu unterstützen, das fände ich ganz schlecht. Wenn wir das alles ausklammern könnten durch die Erfindung, wäre das schon toll. Blindheit, Taubheit, Stummsein. Ja, das wäre toll. Oder irgendwelche anderen körperlichen Sachen. Oder Star Trek, man kann jede Krankheit lösen, das wäre schon toll. Ja. Das wäre cool. Ich wünschte, es gäbe eine neue Star Trek-Serie. Oh, ich fände manchmal das Blitzdings geil. Von nein. Man in Black. Niemals. Natürlich. Never. Ich würde so viel Quatsch anstellen. Korrekt. Ja, und deswegen ist es keine gute Idee. Für irgendwen. Es ist nicht gut. Es ist keine gute. Weil wisst ihr das auch? Man dreht ein Rädchen, dann drückt man einen Knopf und. Zack, erinnern sich nicht die Leute mehr. Du hast da gewisse Fixierungen auf Dinge. Ja, simple Dinge. Könnten glücklich sein. Funktionieren Dildos nicht auch so? Du schaltest ihn ein, du drehst die Intensität. Das kannst du mich jetzt leider nicht fragen, sorry. Das war jetzt nur eine Vermutung. Ich nehme es an. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich vermeide gerade so sehr, hinter die Kamera zu gucken, wie ich nur kann. Wir werden es nie erfahren. Doch, aber ich fände es trotzdem witzig, das Blitzding. Ja. Ich weiß, wer sein erstes Opfer wäre. Du. Mhm. Ne? Wir geht ins Pfing. Und in diesem Kreis wirst du gefangen sein. Ja. Ist einer von den anderen. Oh, was ist das? Um dich herum nicht raus. Oh, was ist das? Puh, und teleportieren fände ich cool. Nein, das hatten wir genau in dem, dass es nicht cool wäre. Teleporter doch, von Star Trek sind einfach nur grauenvoll in der Vorstellung. Das Ding zerlegt dich molekular und setzt dich sonst wo irgendwie wieder zusammen. Auch als Tor. Bist das noch du? Ich glaube, wir hatten echt eine lange Diskussion darüber. Ja, das Problem der Identität ist in der Philosophie und Physik komplett ungelöst. Das war's Mikro? Das war's Mikro. Oh, sollte noch. Nee, aber Transporter sind nicht cool. Nein. Weil, doch. Willst du dich wirklich zerlegen lassen? Komplett? Nein. Auf molekularer Ebene? Wenn ich die Schwarzen nicht habe und auf der anderen Seite rauskomme? In der Hoffnung, immer noch der zu sein, der du warst, wenn auf der anderen Seite rauskommst. Also ich glaube nicht, dass jedes Mal, wenn bei Star Trek sich einer beamen lässt, so innerlich betet, lieber Gott, lass mich derselbe sein. Ehrlich gesagt, anfangs meistens schon. Weil das haben sie echt etabliert. Jeder hat Angst vor dem Transporter das erste Mal und das zweite Mal, wenn er benutzt. Ich würde nicht durchgehen. Doch, das würde ich riskieren. Ich kann das voll verstehen. Ich bin da schon so oft durchgegangen und ich bin immer noch derselbe. Derselbe. Ja, genau das. Nee, ich meine, durch Transporterunfälle gab es plötzlich einen zweiten Riker. Das ist es gab plötzlich. Und das ist der klare Beweis, dass es eben. Es gab einen Tuvix. Widerschaft. Es gab einen Tuvix. So. Ja. Erinnerst du dich an die Folge mit Tuvix? Wo Tuvok und Neelix. War sympathischer als die Figuren einzeln, muss ich leider zugeben.
Ich wünsche, sie hätten ihn gelassen. Ansonsten, auf Neelix hätte jeder verzichten können. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es zahlreiche tolle Erfindungen gibt, die krankenbehinderten Menschen das Leben einfacher machen. Ja. Und von der Heilung von Krankheiten will ich da schon mal gar nicht reden. Das ist dann selbstverständlich. Und von der Rest, das war ziemlich viel, was auf die Freizeit gemünzt war, bis auf die Replikatoren, wobei die auch ihre dunkle Seite haben. Alles hat eine dunkle Seite. Ja. Selbst der Mond. Was ich mag, ist wirklich von der Möglichkeit, durch den Hyperraum à la Star Wars zu reisen. Das wäre schon eine geile Nummer. Vor allen Dingen, weil ich einfach nicht der Meinung bin, dass es eine relativistische Bombe ist. Dass das eben nicht wirklich der Fall ist. Wäre sehr untypisch. Aber was ist der Hyperraum? Ja, keine Ahnung. Nicht das Ding aus Event Horizon. Ja, das wollte ich gerade sagen, genau. Offensichtlich nicht, weil nicht ansonsten Warp, würde das anders laufen. Wie wir es aus Warhammer kennen, ne? Ja. Und der Warp aus Star Trek, der das Universum kaputt macht? Es gibt keinen Warp. Was wir machen ist, dass sie es gibt so etwas, das sich Subraum nennt. Da sind sie aber nicht drin unterwegs, aber die Grenze zwischen unserem Universum und Subraum machen sie durch enorm starke Warpblasen kaputt. Haben sie mal eine Zeit lang etabliert, dann ein bisschen zurückgefahren, dann ein bisschen auf die Abstellgleis gestellt und irgendwann totgetreten. Weil das mit dem Geschwindigkeitslimit im Weltraum tatsächlich was war, wo damals die ganzen Trekkies alle so, what? Was soll der Scheiß jetzt? Warp wirklich. 10 und so. Ne? Das war so. Nee, Warp 5 erstmal, ja. Und dann haben sie gesagt, so entwickeln sie halt sichere Methoden. Hm. Aber tatsächlich, ich mochte nur kurz gesagt, die Idee Folge war geil. Das ist aus Enterprise, nämlich vor allen Dingen, nein, um Gottes Willen, mit das Warp ist aus Next Generation. Aus Warp Next Generation war das. Sie halt nur. Ja. Was sie aber auch sehr eher spät in der Serie gemacht haben. Es beginnt mit einem Planet, wo halt Irregularitäten sind, Seltsamkeiten und so weiter. Und es kommt halt raus, dass der Raum dort quasi ausgetreten ist durch zahlreiche, weil das ein sehr stark frequentierter Raumhafen war. Ja. Und deswegen ist der Raum selber dort halt abgenutzt worden sozusagen. Und man hat halt rausgefunden, dass der Warp-Antrieb das Universum selbst quasi ausdünnt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Okay. Doch, das wurde in der Folge etabliert. Ich fand die Folge auch ziemlich gut. Ja, weil das Schöne ist halt der Punkt und die Ironie, beim Versuch, das Universum zu bereisen, zu verstehen, zu erkunden, ist halt zerstören unwissentlich. Ja, das gefällt mir nicht. Ich weiß, das haben viele Leute gesagt. Damals die Trekkies sind alle im Quadrat gerufen und haben gesagt, was macht ihr da für einen Scheißdreck? Es war echt Ding, so wie wenn heute gesagt werden würde, was weiß ich, bei Game of Thrones, so hier ist der Schlüssel für die Eiswand. Ja. Abgase führen zu einer Abgase zerstören unser Klima. Das ist auch so eine Sache, die ungern gehört wird. Ich darauf würde diesen, gemünzt, unter diesen, anderem, diesen ja. Storyfaden mit dem Warp-Antrieb, dass das Universum kaputt ist, das würde ich zu Discovery schieben. Nee, da passt hin. Toll. Ich fand den richtig toll. Ich nicht. Vor allen Dingen, weil sie damit umgegangen sind, eine Zeit lang. Ich glaube, ich mag es halt hauptsächlich deswegen nicht, weil ich die Episode nie gesehen habe. Ich erinnere mich null daran. Das ist Next Generation. Ja, Next Generation. Ja, definitiv. Es ist auf meiner Liste. 8 Staffeln. Ja. Ja. Kann ja nicht so lange dauern. Gut, die Folge haben wir auch wieder, oder? Wir sind übrigens schon seit einer Weile drüber. Also. Ja, seit ein paar Minuten. Schlusswort? Utopien sind schön. Utopien sollen bleiben. Und vielleicht wäre es besser, wenn wir alle ein bisschen entspannter werden. Macht's gut. So wie Selma, die hinter der Kamera schläft. Ja, genau, das schläft. Bye, bye. Und ciao.